Kann ich deine Fischreus hier oben abbauen? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Oh. Oh. Ich hab nichts gesehen. Du bist aber auch öfters dran. What the? Oh, Dingi! Ja! Du bist da links! Ist grün, ne? Ist grün, ne? Du! Für mich ist rot, ne? Oh Gott! Boah, zum Glück. Also bitte einfach zurückziehen. Hey, einer von euch beiden drückt auf die Bremse. Ist mir scheißegal wer. Du drückst auch auf die Bremse. Dann. Schön, ich hab Vorfahrt. Christian. So geht das, Andi. Einfach. Ja! Hier ist Ferner wohl eine Sekunde schneller. 22.24.26.26.0. Das ist richtig, ja. Gut, dass du das nochmal so gegengecheckt hast. Habe ich schon gesagt, dass es stimmt, was du gesagt hast. Du kleiner Hundklone. So, warte mal. Habe ich jetzt hier alles richtig eingestellt? Oh. Er sagt ja No-Time Gained und jetzt sowas. DT. DT. Wir setzen jetzt beide unsere Sonnenbrillen auf. Hast du? 3, 2, 1, go. Jetzt mach doch Blitz, du Arsch! Nee, ist nicht dunkel genug. Blitz geht nicht. Da warst du der Mac auf dem Schulhof. Schokozigaretten mit da sitzt. Was war das denn da? Mit dir finden sie Porte. Oh, hell no! Was ist seine Mission? Ich sehe tatsächlich noch 42 Minuten. Alter, wie langsam geht denn gerade die Zeit rum? Huch, ist passiert. Jetzt. Hey, Mann! Was soll denn die Scheiße? Mann, du blöde Scheißding. Drecks-BMW. Fahr doch einfach geradeaus. Housekeeping? Okay. Also, wenn es nicht schlimmer wird mit dem Regen, ist das noch angenehm zu fahren. Es geht. Ja, es ist angenehm zu fahren, aber. Ja. Also für unsere Pace ist es auch nicht schlecht, würde ich sagen. Aber, definitiv. Ja. Regen ist halt deprimierend und ist jetzt in jedem Rennen gewesen, was ich dieses Jahr gefahren bin, gefühlt. Ja. Das ist nie im Endo-Rennen. Ich bin gleich da! Ich bin gleich da, ich komm! Ich bin auf dem Parkplatz! Du solltest zum Baustoffhandel! Mach den LKW nicht kaputt, der war teuer! Mann, ich denke, du bringst den weg da! Jetzt! Das andere habe ich doch schon weggebracht! Naja, siehst du, ich komm doch gerade hier! Ich bin da! Digi, was tust du denn? Na, ich steh, ich hol dich ab! Der schöne LKW-Wagen! Was denn? Der ganze Lack, du kannst doch nicht die Klippe hier runterjuchten, du! Hab ich doch gar nicht gemacht! Das hab ich doch ganz genau gesehen, was du getan hast! Du warst doch gerade im Laden, du kannst das gar nicht. Ich hau dir gleich auf die Fresse, du! Ja? Ja. Okay, dann steig ein, du fährst.
Werkzeug von der Seite voll, weißt du? Vorher erstmal drei Mischer verballert. Ich gehe wenigstens sorgsam mit unseren Ressourcen um, dass wir auch mal reich werden. Nicht so wie du, Pimmelkopf. Oh, ich lass laufen, Alter. Ich lass laufen. Ich piss alles daneben. Ich baue nebendran noch einen gleich neuen Parkplatz. Da kann ich wirklich nichts machen. Sorry, Mager, es tut mir wahnsinnig leid. Ja, so ein Ding habe ich. Ich habe nur wirklich so einen ganz, ganz kleinen. Ich habe nicht so ein, also meiner ist wirklich nur so groß. Und da kommt wirklich sehr viel Dampf raus. Natürlich, leg dich einfach so hin. Gut, Chat, wir haben es geschafft. BJ liegt, glaube ich, im Bett. Er schläft gerade. Das ist so eine Bratze, diese Katze. Das ist jetzt bequem, ja? Das ist bequem jetzt? Alter, hast du mir gerade mit deinem Schwanz eine geballert oder was? Hör mal! Au, das ging. Oh, ganz Nagel eingerissen. Ei! Manni? No? Sitzt du im LKW? Okay, gut. Du, Siggi, steig mal aus da jetzt. Ich steig mal aus, ne? Ist wohl besser. Steig mal ein, Manni. Manni, was machst du denn mit dem LKW? So, wir fahren wieder. Steig ein hier. Naja, du, ich komm. Du hast da so ein bisschen Kran in der Führerhäuschen. Reichen wir die ganze Scheiße wieder ab und morgen war ein Gewittersturm. Von innen oder was? Natürlich. Mein Name bitte. Ist nicht Manni Manfred Megamann von Megani hier. Oh, schön, dich zu sehen. Ui. Ja, ich muss erstmal die hier ranmachen. Du, die macht aber auch schon wilde. Ja, der Wind, du. Heute ist aber auch Sturmwarnung, ne? Ja, Hauptsache, wir müssen. Yo, Siggi! Eieieiei, guck dir das an. Also, das wollte ich hier. Also, ich bin auch länger extra auf der Bremse geblieben, damit ich ihn in den Fehler zwinge. Aber das wollte ich nicht. Ich habe jetzt hier nochmal die Bremse getippt. Guck dir das an, Alter. Oh, don't you. Ach, na toll. Dann stell dich doch auf die Bremse. Oha! Car right. Rear right. Hier. Auf 14. Und dann aber... auf 7. In einer Runde. Und dann kam ganz viel Ping-Pong. Auf einmal 14. Und dann wieder auf 12. Und dann ist irgendwie Ralf in so ein schwarzes Loch rein, hier. Da war auf einmal nichts mehr. Und dann waren wir auf einmal aus dem Loch raus, 24. Und dann aber ist in der riesen, hier, aber so ein Ding war auf 8. Auf einmal schwarzes Loch. Wieder. War nix. Rausgekommen. Auf 16. Und dann nochmal kurz so einen rasanten gemacht. Und dann auf 14. Hast du verstanden? Mein Energy Drink ist übrigens Gerold Steiner Medium. H2O. Ist wichtig für den Körper, weil der Großteil des Körpers besteht aus H2O. Gerold Steiner. Twitch Prime is not a crime. Das sind ja schon so ein, zwei Tage.
Georgstein, ich würde mich sehr freuen, falls wir mal zueinander finden könnten und wir endlich mit diesen Vorteilen aufräumen können, dass Gamer sich einfach nicht vernünftig ernähren können oder auf sich achten. Vielleicht können wir ja gemeinsam eine Kampagne starten mit Wasser, weil ich trinke eure Flüssigkeit wirklich sehr, sehr gerne und sie ist aufgrund ihres großen Anteils an Hydrogencarbonat sehr gut für den Magen und gefällt mir sehr gut. Danke. Oha! Manni! Jiggy! Der Bagger ist verweht! Wie kam es denn zu 38? Oh, eine Verkettung von unangenehmen Ereignissen. Max, sein Hund hat seine Hausaufgaben gefressen und er musste mittendrin einfach im Sint Escape drücken und in die Box gehen, weil er unbedingt seine Hausaufgaben erledigen musste für seinen Job. Dann war er kurz nicht am PC. Komischerweise musste ich dann ins Auto und bei mir stand auf einmal ein Känguru auf der Straße und bam, war ich an der Wand. Das hat mich einfach weggeboxt. Das kam über die Mauer gesprungen und hat mir hinten gegen den Spoiler geboxt und dann hat mein Auto sich rausgedreht. Das erste Jahr. Marke, was? Oh! Und jetzt ja. Schicke ich dir ein blödes Foto von dem Ding hier. So. Das ist danke, Nils. Da. Und jetzt regt sich nicht darüber auf, dass ich zu blöd bin. Und das meine ich wirklich so. Hier. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Weil ich Not aus nicht mal zusammengeschrieben habe, ich Arsch, sondern Not, Leerzeichen, aus. Aber ich wollte es nicht nochmal ausdrucken. Ich warte auf das Bild. Ja, hier ist es. Not aus bei Lenkradwechsel. Okay. Mach, mach einfach einen Bindestrich dazwischen, dann passt das. Ey, Maga, weißt du, bei Tweets denke ich immer schon so, ey, es sind nur 160 Zeichen. Wie zum Kuckuck kannst du zu blöd sein, 160 Zeichen zu machen? Und dann machst du das hier und das sind 3 Wörter. Und du kriegst nicht mal 3 Wörter nach deutscher Rechtschreibung vernünftig geschrieben. Und soll ich dir einen Witz erzählen? Bitte. Das ist der zweite Versuch schon. Wirklich, hier. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja. Kann es sein, dass du dumm bist oder so? Ja, nee. Ja, aber warum denn Not aus? Na, es soll ja auch Not ausreißen. Haben sie Scheiße gebaut? Oh, hell no. Ich habe auch irgendwie eine Granate in der Hand, aber naja. Kannst behalten. Die Granate? Hm. Oh. Die hat mich gestört. Ich hab sie nicht aus der Hand gekriegt. Oh, Andreas! Warum gibst du jetzt auf? Ich bin gestolpert. Ich hab eine Idee. Hm? Ich baue jetzt hier eine Fischfängerei auf. Mensch, du Nils. Mal gucken, ob das geht. So, also theoretisch, ich weiß nicht, wie Fische hier funktionieren, aber wir haben jetzt eine Fischfalle. Okay. Was ist denn eine Fischreuse? Was ist eine Fischreuse? Ich weiß es wirklich nicht, ohne Scheiß. Ach so, damit kann man Fische fangen. Also sag das nichts. Sag nichts. Gut, okay. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, dass es das gibt. Okay? Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es das gibt. Okay. Wollen wir bloß nochmal. Ich hab bloß eine informative Frage jetzt. Ja. Wollen, dadurch, dass du mir das ja jetzt gerade so schön erklärt hast, wollen wir uns deine Fischreuse nochmal angucken?
frag für einen Freund. Ja. Nee, können wir machen, ja. Okay, warte, ich nehme das Buch aus der Hand. Nee, warte, ich muss dir vorher noch was geben. Bleib im Moment, ja. Hier. Haben sie Scheiße gebaut? Die Ingenieure. Die Studierten. Du hast die Fresse. Tag nicht. Zu dem Zeitpunkt wusste ich das so nicht. Kannst du mir helfen? Ja, kann ich. Hey, ich hol mir. Ich hab nur gerade hier. Hättest. Nee, ich hab kurz eine Frage. Hättest du. Ja, was hätte ich denn? Aufgrund der Rohstoffknappheit hättest du was dagegen, wenn ich deine Fischreuse abbaue? Kann ich deine Fischreuse hier oben abbauen? Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Mein Spiel ist abgeschmiert, glaube ich. Ja. Host is not respawn. Du, Andi. Andi, ich bin tot. Hat der mein Baumhaus kaputt gemacht? Ja. Wie? Der hat das Baumhaus kaputt gemacht. Aber der muss doch spinnen, der Affe, oder was?